Jetzt kommen zu einer neuen Folge zu 11.22 auf der Polz mit Berlin, Fabi. Hallöchen. Ich wollte gerade sagen 11.17. Bisschen daneben. Ja, mein Gott. Ja, wir waren ja letztes Mal dabei stehen geblieben, was noch coole Produktionen wären. Die man hätte vielleicht mit reinbringen können. Das stimmt. Also. Und ja. Also was Einfaches wie eine Kartoffelabpackhalle oder so eine Waschmaschine für Kartoffeln. Wo du dann so Waschmaschine. Erde rauskriegst. Ach so, ja. Das ist auch wieder. Das ist eigentlich so eine geile Sache. Aber das ist halt wieder, dann musst du auch wieder irgendwas einbauen in die Map, dass du das Feld wieder füllen kannst, weil du hast ja, wenn du Kartoffeln machst, hast ja immer die Erde, die du dann wieder zurückkriegst und dann wieder ins Feld einarbeiten musst und hast ja diese Haufen und so weiter. Ja. Dass du dann wirklich Erde hättest, die du von dieser Produktion zurückkriegst, die du dann aufs Feld zurückfahren müsstest und sozusagen da auch mit einarbeiten musst. Das ist ja viel Spaß. Wobei, das hätte man in Anführungsstrichen einfach lösen können, indem man einfach sagt, okay, man baut das mit einem Miststeuer ein, auch wenn man das überhaupt nicht so machen würde. Aber einfach so, um es so ein bisschen fiktiv darzustellen. Einfach Miststeuer einbauen und du fährst damit übers Feld und dann hast du einen höheren Bodenwert oder was weiß ich, wie man das dann irgendwie über Prozente, die du dann dazu kriegst, machen könntest. Mhm. Einfach das Feld generell einen Bodenwert irgendwie hat oder ein, keine Ahnung, Fülllevel, was du damit dann wieder aufwertest. Surfer. At home. Auch nicht, für mich. Aha. Was auch cool wäre, was ich mir eigentlich immer schon mal gewünscht habe, aber was auch ein bisschen überflüssig wäre, wäre, dass du dem Händler Punkt sagen könntest, dass der nur bestimmte Marken anbieten soll. Also, ja. Dass du sagst, okay, der Händler hat jetzt zum Beispiel nur, nein, würde auf wenig Maps wirklich Sinn machen, aber dass der Händler nur Fendt, Pöttinger und Lemken anbietet, der bietet nur John Deere Krone und keine Ahnung an. Aber das Ding ist, dadurch, dass wahrscheinlich eh die meisten Leute über P was kaufen, ja, müsst du dann auch eine Funktion haben, dass du wirklich dann P deaktivierst. Nee. Oder du drückst dann auf P und musst dann den Händler wählen. Das wäre eigentlich auch geil. Du drückst auf P, kriegst dann so ein Auswahlmenü, Händler A, B, C, D und kannst anhand dessen dann wählen. Boah, das stimmt, das ist wirklich geil. Und dann zum Beispiel hat der Händler, sag ich jetzt mal, nur so eine Lagermaschine stehen, zum Beispiel, du kannst jetzt nur 6 erkaufen, wenn du 7 haben willst, dann musst du jetzt mal 3-4 Tage warten, bis er kommt oder sowas. Weißt du, was das Ding ist? Ich habe mich mit dem Skript nie beschäftigt für LS. Ich wette, dass so ein, ich sag einfach mal, Scheiß wirklich relativ überschaubar machbar wäre. Weil es gibt ja auch Mods teilweise, die wirklich Standardmaschinen einfach komplett rausnehmen. Wo du dann auch teilweise sagen kannst, okay, die Kategorie oder die Maschinen nimmst du mit rein, aber die lehnst du raus. Das ist wirklich ein richtig einfaches Skript, was du relativ einfach nachbauen kannst. Aber da ist halt die Frage mit diesem Auswahlmenü wieder, wie du das dann halt gestalten könntest oder so. Aber wahrscheinlich, wenn man sich damit wirklich befassen würde und erstmal mit einfachen Skripten anfängt, dann ginge das sogar.
Weil wenn man sich mal so gewisse Modder der Hof Bergmann anguckt, dann ist ja schon einiges möglich. Das stimmt, ja. Kann man nicht heute auch was Ansehen. ansehen? Ja, Ach, Weizen wobei, warte Borste. mal. Wir müssen ja zuerst, oder was heißt, wir müssen zuerst, aber wir können zuerst Gülle fahren und so. Stimmt. Oh. Also das, dieser Holzzaun, was bei uns ist, ist ja vorher gerade, war schon längst weg. Direkt bei der Egal. Einfahrt, das meinst du? Ja. Und es Ja, wird. gut, okay, das ist aber auch wirklich Halt! relativ eng. Halt! Muss hier hinten rum reinfahren mit dem Güllebottich, da passt das. Halt! Nee, ich wollte eigentlich tanken. Ach so. Zumindest das Dach hat. Ist die Kuffel eine Größe oder der Drescher, keine Ahnung, was es liegt. Hat so ein bisschen komische Ach Kollision. so, ja, das hat so ein Stück weiter nach vorne Kollision. Ja, genau. So. Naja, 1000 Meter Diesel und Motor. Motor. Ja, gut, haben wir letztes Mal gekauft gehabt, wo Wir Geld hatten. wir Geld hatten. Mal mit dir. Ach so, halt, nee, das ist Schnee. Einfach. Ja, ich glaube, Kalk haben wir so gut wie gar keinen mehr. Wobei doch auf dem zweiten Hof müssen noch welche liegen. So. Gut. Ja gut, Heu muss ich gar nicht gucken, aber eh nichts mehr. Da müssen wir erst wieder gucken. Ja, wie ist mit meinem. Vorgespult haben. Nee, können wir ja gar nicht. Im Nee. September, dann wird nicht mehr fertig. Sicher? Ja, gut, dann müssen wir bis nächstes Jahr wieder warten. Jetzt nicht nochmal fertig. Im Oktober vielleicht erst. Einen nicht. Ich meine, hier haben wir diesen, also heute auch vom LS-Tag her gemäht gehabt. Ja, Und okay. dann Weiß brauchen die ich. meistens ja 3 Tage, meine ich. Ja. Also mit vermindertem Ertrag können wir es vielleicht nochmal schaffen, aber. Das Problem ist, wenn wir wieder keine Heu haben, dann geht es wieder mit der Produktionsrate runter. Was uns theoretisch bis Ja gut, im eigentlich ständig jucken sollte. Ne? Januar nicht interessiert, aber März theoretisch schon. Das heißt, wir sollten das Heu theoretisch am besten so machen, dass wir es nicht in den Stall schmeißen, falls wir nochmal fertig werden, sondern wir sollten das Heu dann erst aufbewahren und wenn dann erst kurz vorher reinschmeißen, also Januar, Februar Im oder Januar so. dann irgendwann, ja. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Wiese. Ja. So ist die Kühe noch mal größer und älter, dann fressen wir die so mehr. Dabei, theoretisch dürfte es ja auch nicht endlos so weitergehen. Ein schönes, ne? Ja, man müsste echt die Wiese ein bisschen düngen. Wow. Einfach ist es ein Striegel. Ja. Vom Winter einmal striegeln. Dann hast du zwar nur eine Düngestufe, aber du Aber hast immerhin eine. die könnte uns so selber schon was retten eigentlich. Ich sag mal so, es fehlt dann immer nicht so ganz viel, dass wir überleben, sag ich mal, meine Kühe und der Futter her. Dass man nur drei, vier oder fünf Ballen sind, also immer nur. Was fehlt eigentlich? Ja.
Sieht es überhaupt aktuell aus mit den Flächen, die wir haben? Wir haben 4 Stück gekauft und 4 gepachtet. Vor allem Kosten tun unsere Flächen eigentlich überhaupt gar kein Geld, ne? Das ist eigentlich unfassbar. Was? Kosten tun unsere Flächen eigentlich nichts. Unsere Flächen sind insgesamt wert, die wir jetzt gepachtet haben. Wir haben 4 gekauft, 4 gepachtet. Und die, die wir gepachtet haben, sind insgesamt im Wert von knapp 120.000 Euro oder so. Was ja eigentlich nicht viel ist. Ja. So. Ja, ist auch noch vorbei, ist auch vorbei. Ups. Wir haben ganz unten 45 bis 48, was ist denn da? Noch Gülle mehr. Aha, ja, okay, gut. Felder sahen, also die Flächen sahen sehr günstig aus, aber davon haben wir nichts. Wir haben keine Gülle mehr. Ja, muss zum Bottich fahren. Ja, mal so. Das ist eigentlich schon krass, eigentlich Gülle. Da, wie viel, also wie viel der verbraucht, ey. Und da wieder aus, wie Menge ist aus. Aber gut, kann man nicht ändern. Hier oben, das ist noch eine Wiesenfläche. Warte, wir haben jetzt 1,2 und 0,8 Hektar. Das sind 1,8 Hektar? Hier die Fläche im Prinzip gegenüberliegend von unserer Fläche, die da so seitlich zwischen der Einfahrt neben der Brücke liegen. Achso, das ist Wiese 23. Genau. Die hat 1,8 Hektar und die wäre 46.000. Lol. Oh ja. Also dann hätten wir im Prinzip die Wiesenfläche verdoppelt. Wenn wir die kaufen. Ja, müssen wir dann nach der 12-Bohnen-Verkaufaktion anfangen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Und dann noch ein bisschen Kohle übrig haben, was auch sein ganzen Philipp in unsere zu investieren. Weil eigentlich ist das wirklich mal ganz viel zu haben. Ich finde es eigentlich auch so voll cool mit dem Kippen. Ja, das ist wirklich so. Mal Vom das. Prinzip her brauchen wir auch nicht zwingend Förderbänder. Wir bräuchten einfach nur irgendwas, was mehr Fassungsvolumen hat. Ja, gut, aber ich auch. Verbände sind trotzdem entspannter. Ja gut, wie viel haben wir jetzt? Wir haben, ich sag mal, 50.000 Liter Sojabohnen da liegen. Ja, also so ist wieder nicht weniger und wenn wir Kartoffeln wieder machen. Ja gut, okay, klar. Und ob wir jetzt diese Förderbänder kaufen, Oder ein was Radler da, ja. nichts kostet, groß alles halt mal. Also. Sag mal, 5.000 sind 43.000 Euro. Ich muss gleich dringend wieder umschalten hier mit der Schaltung. Warum? Es ist schon so angenehm in New Holland. Ja gut, ich sag mal so, mich stört's jetzt nicht zwingend, weil ich kann halt trotzdem fahren, aber es ist halt nur fürs Grubbern wirklich notwendig.
Weil da stört es halt schon, dass der die ganze Zeit hoch, runter wuppt. Wuffi. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen blöd, dass die Schaltung von Elster was so dumm ist. Also, ja. Ja gut, was heißt dumm, aber wenn man sich jetzt mal ETS anguckt, ist es schon deutlich mehr mit der Schaltung möglich und einfach möglich, weil die haben es seit 2012 drin. Nur mal so. Aber ja. Das finde ich generell so krass, ey. Das ETS ist. oder GTA. Klar, es kamen viele Updates und DLCs und sonst bin ich heraus. Also diese Hauptgrafik, sag ich mal, das ist immer der gleiche, sag ich jetzt mal nicht. Da hat sich ja nichts großartig geändert. Aber ETS hat sich schon krass geändert. Also wenn ihr dir, ich habe gestern, vorgestern oder so, habe ich einen Screenshot-Vergleich gesehen. Derselbe LKW, dieselbe Stelle, einmal 2012, einmal 2012 und einmal jetzt. Hat sich das so viel geändert? Das ist schon Nein. ein krasser Unterschied. Achso, die sind beide leer. Da steht so guter Johnny in der Drille. Ah, oder GTA, hat sich das großartig geändert? Das weiß ich nicht. Da habe ich nicht so von Anfang an alles mitverfolgt. Ist trotzdem heftig, was das für eine Qualität wäre, für eine Grafik und alles. Aber guck mal, Freunde, ich würde sagen, das war's schon mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Daumen hoch, schaut auf jeden Fall das nächste Mal bei besserem Traumaufenthalt und ja, ciao.